Bin ich depressiv? So welche Fragen habe ich früher auch lustigerweise immer gerne ausgefüllt. Also Psychotest natürlich jetzt nicht, bist du depressiv oder so, oder welche Figur bist du, wenn du Manga wärst oder Anime, oder welche Figur wärst du in Harry Potter oder weiß ich was, war eigentlich ganz lustig. Obwohl, das habe ich auch nie zu ernst. Warum habe ich das ernst ausgefüllt? Ja, schon irgendwie so halb. Zufrieden oder frustriert ist ein neues Ergebnis. Ein Risiko, 10 Aufladungen. Also 10 Dollar. Aber es war ja klar, ich war gerade mal bei Pfund. Glücklich, unzufrieden oder doch eher frustriert bis depressiv. Echte Depression ist zwar kein Spaß, aber für die Ergebnisse dieses Tests findest du sicher Abnehmer. Egal, ob sie richtig oder falsch ausgefüllt sind. Ergebnis per E-Mail. Neue E-Mail-Adresse wahrscheinlich. Verkürzt durch E-Mail. 2 Risiko sogar, 30 Aufladung. Diese Tests sind natürlich völlig anonym. Bis ausführliche, super seriöse Premium-Auswertungen bekommen die Teilnehmer aber gern per E-Mail zugeschickt. Die ausführliche, super, ja. Dazu erfährst du ihre E-Mail-Adresse, die du natürlich per Datenbank mit dem Namen und Nachnamen und Vornamen und Nachnamen dann irgendwann überall einbringen kannst. Oder gleich per Post. Ergebnis per Post. Neu, Vorname, Nachname, Adresse und Wohnort. 2 Risiko für die Aufladung. Die Tests sind natürlich völlig anonym. Die ausführliche, super seriöse Premium-Auswertung kommen die Teilnehmer aber gerne per Post zugeschickt. Dazu erfragst du Name und Adresse. Ja, und durch den Wohnort und die Adresse kann man übrigens auch natürlich nochmal, um auf das Vermögen und so zu kommen, natürlich den Stadtteil herausfinden. Und wenn du jetzt in einem Problemstadtviertel wohnst, zum Beispiel um eine Arbeit zu bekommen oder andere Sachen, natürlich etwas schwieriger. Ich habe mal gehört, dass Restaurants teilweise klar darauf achten, aber sogar auch Pizza-Service, habe ich mal gehört. Weil, ja doch, ich habe mal Verwandte von mir, die hat mal in einer Pizzeria gearbeitet, und es ist ja logisch, dass natürlich Fahrer, die eher wissen, okay, in dem und den Teil kriege ich mehr Trinkgeld, vielleicht da vielleicht schneller sind, damit sie da größere Summen bekommen, und vielleicht dann da, wo sie wissen, okay, die haben nicht so viel Geld oder die sind einfach generell eher unfreundlich, obwohl da kommt es auch mal drauf an, das könnte auch rein theoretisch eine superreiche Gegend sein, mit, weiß ich, Billionären, die denken, was soll ich dem Pizzatypen da noch Geld bringen, obwohl das heißt, beide Seiten nur Klischees. Da wird dann vielleicht auch mal eher später auf der Route irgendwo da dann Schlenker gemacht. Ja, den Vorteilsclub haben wir durch. Sammeln noch ein paar Profile ein. Einfach just for fun mal. Bisschen wieder einsortieren. Ja, ja, na. Die Welt ist schön. Wenn man viele Profile sammeln und verkaufen kann, dann ist man außer Rand und Band. Das zieht mich alles absolut in den Bann. Boah, das klingt gerade nicht so, weil gerade so Depri-Musik. Obwohl ich irgendwie überhaupt keine Lust habe aufzuhören. Ich weiß gar nicht warum. Obwohl, man muss sagen, ist ja dieses typische Casual Games. Also du klickst an, klickst und dann fliegen da Sachen durch, Symbole durch die Gegend, Symbolik durch die Gegend. Ist ja auch schon so ein bisschen glücksspielmäßig. Nur in dem Fall wirklich nicht so wie Farm, darf ich das überhaupt erwähnen? Farm, Landschaft und Stadtgedöns, dass du dann halt wirklich nur groß erfolgreich wirst, wenn du Sachen zukaufst. Welches? Ich habe hier drauf geklickt, habe Sachen ausgebaut, habe gesagt, dass ich auf ein Thema zurückkomme. Ja gut, also ich wollte jetzt hier vorlesen, ich wollte jetzt nicht überlegen, was ich da gemacht habe. Personalakte. Notorisches zu spät kommen, krank feiern, dauerndes Rummotzen, sonstige Verwarnungen. Viele Firmen legen ausführlich Dossiers über ihre Mitarbeiter mit allen ihren Stärken, Schwächen und Verfehlungen an. Daran werden mehr oder weniger legal ganz schön viele Details gespeichert. Sehr interessant für zukünftige Arbeitgeber. Gewicht hatte ich schon, Körpergröße.
Hauptsächlich in Verbindung mit dem Körpergewicht interessant. Aus Größe und Gewicht lässt sich der BMI, also Body Mass Index, errechnen. Kurz BMI. Ja, super. Der ist um einiges aussagekräftiger als das Gewicht allein und lässt sich daher noch viel besser verkaufen. In vielen Jobs haben Fettsäcke keine Chance und die Krankenversicherung verzichten gerne auch auf potenzielle Risikopatienten. Ja, hart ausgedrückt, aber ich denke letztendlich klar, weil sie gelten als weniger leistungsfähig und. Auch weil der BMI, also ich meine, wenn du einen großen Muskelanteil hast, dann hast du natürlich auch einen hohen BMI. Die Wohnadresse eignet sich nicht nur hervorragend zum Zumüllen mit Werbeprospekten, sondern sagt auch sonst einiges über die Person aus. Luxusviertel oder Problembezirk, Stadtratte oder Landei. In Kombination mit anderen Infos sehr wichtig beim professionellen Einordnen und Schubladen. Schubladenisieren. Hey, wir haben ein neues Wort erfunden. Schubladisieren. So, da war ich erstmal ein bisschen verwirrt. Nachname. Der Nachname ist zentral für die Identifizierung einer Person. In Verbindung mit Vornamen und Geburtsdatum ist man ziemlich schnell ist das meist schon eine ziemlich eindeutige Sache. Zugegebenermaßen nicht ganz so easy wie bei Müllers, Schmitz oder Schneiders. Weil es sie auch häufig gibt. Vor- und Nachnamen gehören gemeinsam mit dem Geburtsdatum zu den Schlüsseleigenschaften in der Datenbank. Wenn du neue Profile bekommst, kann dir deine Datenbank damit möglicherweise bereits vorhandene Profile zuordnen. Ich sammle Daten wie ein Datenkönig. Ah, oh, 187. Direkt mal hier rein. Hat sogar 3 gekostet. Uiuiuiui. 208. Ja, die kostet noch 3. Wo war ich? Nachname. Geschlecht. Der Eintrag Geschlecht im Geburtsurkunden und Reisepass ist zwar Gott sei Dank schon lange nicht mehr so bestimmt fürs Leben, wie das schon mal war. Männleins oder Weibleins stehen aber noch ganz schön hilflos unter der Knute der für sie vorgesehenen Geschlechterrolle. Unterschiedliche Einkommen, Interessen, Probleme, Konsumgewohnheiten, Lebenserwartungen und das Geschlecht einer Person zu kennen, bietet dir in der Praxis viele Möglichkeiten. Ja, also ich glaube, hat er jetzt auch, ist ja momentan auch wieder ein bisschen in der Presse. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich glaube, ich habe das gelesen nach dem Aufschrei, was ein Jahr her war, und dann ging es halt immer noch, dass teilweise, ja, also jetzt Artgeschlechterform um Unterschiede, wie zum Beispiel Verdienstmöglichkeiten und. So, eigentlich müsste ich noch weiterlesen. Geschlecht, Beziehungsstatus. Single, Liaison oder gar verheiratet. Geschieden, verwitwet. Singles sind oft flexibler, Pärchen dafür stabiler. Das kann sich heute zwar schnell ändern, lässt sich aber trotzdem gut einsetzen. Egal ob für Werbung und ganz allgemein für Erstellung umfassender Persönlichkeitsprofile. Alter beim ersten Mal. Na, das ist ja mal ein pikantes kleines Detail. Pikantes kleines Detail. Und doch für dein Persönlichkeitsprofil verwertbar. Zu früh die Unschuld verloren, neigt wohl zu unüberlegten, riskanten Verhalten und ist leicht beeinflussbar. Viel zu spät, seltsamer Typ. Im großen psychologischen Matching-Test bei der Online-Partnerbörse erfährst du natürlich noch viel mehr als das. Schön, dass die Leute nie die lange Erklärung zur Privatsphäre lesen. Ja. Das ist auch so was. Also die Erklärung zur Privatsphäre ist natürlich schon interessant. Ist in Deutschland auch per Gesetz auf einer DIN A4-Seite eigentlich bestimmt worden. Aber natürlich ohne jetzt irgendwelche Strafen oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Also wie immer, wenn ich mich irre, bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst, weil ich bin natürlich auch nicht unfehlbar. Lebenslauf, jetzt geht's weiter. Für viele Jobs ist ein perfekter Lebenslauf ein absolutes Muss. Möglichst
lückenlos. Ich sehe den Typen und denke nur lückenlos. Lückenlos soll es sein. Jeden Lebensstation stimmig erklärbar. Die Unternehmen verlassen sich dabei ungern auf die Angaben in den Bewerbungen. Zu groß ist oft die Versuchung im Lebenslauf da und dort eine wenig Kosmetik nachzubessern. Wenig kosmetisch nachzubessern. 12. Besuchte Schule. Ich glaube, ich bin hier bald durch. Tatsache. Ich lese doch alles vor. Promis protzen manchmal in den Medien mit abgebrochenen Schullaufbahnen und schlechten Noten. Für eine Berufslaufbahn als Prominenter ist das wohl auch kein Problem. In der harten Realität sieht das allerdings anders aus. Vor allem bei Jüngeren ist ein lückenloser Werdegang in guten Schulen immer noch absolute Voraussetzung für einen Job. Außerdem wird in Bewerbungsschreiben gern mal geflunkert. Daher müssen wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, das zu überprüfen. Geburtsdatum. Die Kombination aus Namen und Geburtsdatum identifiziert eine Person ziemlich eindeutig. Darüber hinaus ergibt sich aus dem Geburtsdatum das Alter und daraus lässt sich auch vieles rückschließen. Etwa auf Vermögen, Einkommen, Interessen, Problem, Konsumgewohnheit oder Gesundheitsstand. So, E-Mail, obwohl, können hier wieder ein bisschen agieren. Also ich meine, wir haben ja 20, ne, wir haben es ja. Sehr groß, reich und mächtig. Wir werden morgen Z-Promi, ich wollte schon was B-Promi sagen. Wandern dann in Dschungelcamp. Obwohl das persönlich für mich jetzt nicht so Dschungelcamp. Ich habe damals erste Staffeln gesehen. So teilweise, aber ich glaube bis zu den Dschungelprüfungen so, und dann dachte ich mir, wer macht das denn bitte schön? Wer geht dann freiwillig dahin und isst irgendwelche Maden, nur um irgendwie bekannter zu werden? Naja, ist nicht so meins gewesen, da habe ich es dann auch irgendwann sein gelassen, dachte mir, gut, wer es braucht, wer es will, gut, aber naja, so jetzt ich persönlich brauche ich nicht. Obwohl da viele auch Leute das angucken, um sich dann da ja, so zu ekeln und zu sich doch mal ein bisschen drüber lustig zu machen und so. Und so, sorry, musste mich gerade mal ein bisschen strecken. Wir haben jetzt gerade mal 9:30. Früh am Morgen. Dann muss ich was essen, dann laufen gehen. So, TV-Spot. Gute Überleitung. 17.000 Profile, minus ein Risiko und 70 Auflagen. Werbespots für Fernsehen nicht ganz billig zu drehen. Dafür umso effektiver. Eine richtig schlechte Pointe ist da besonders wichtig. Habe ich doch schon mal vorgelesen. Den Ex-Profil habe ich auch bezahlt. Posting auch. Hobby-Website. 17.000 Profile, minus ein Risiko und 50 Auflagen. Stell eine dilettantisch gemachte Hobby-Website online, die sich mit deinem Angebot beschäftigt. So was wird gut von Suchmaschinen gefunden und kommt ziemlich glaubwürdig rüber. Internetvideo. Ja, auf YouTube hochladen und los geht's. 33.000 Profile, minus ein Risiko und 20 Auflagen. Viel billiger als ein TV-Spot, dreh ein schlechtes Handyvideo. Naja gut, dann besser nicht auf YouTube hochladen. Mit irgendeiner peinlichen Aktion. Ja gut, dann vielleicht doch, aber ich hoffe, es ist ein vernünftiges Handyvideo. Die Leute schicken sowas weiter wie wild und nehmen es dir selten übel, wenn du das danach als Werbung outest. Na gut, dann doch. So, Manager, Managerin, Programmierer, Programmiererin gibt's glaube ich in der späteren Version. Werbefuzzi, Forscherin. Nur mit den neuesten Technologien kannst du die Konkurrenz in die Ecke stellen. Ein Ausbau der Forschungsabteilung ist zwar teuer, macht sich langfristig aber auf jeden Fall bezahlt. 15.000 Profile und 70 Aufladungen. Kein Geld. Wir leben gerade leider im Armenviertel. Okay, es war jetzt ein bisschen mies vielleicht, aber gut. Gut, also ich meine, wir sind ja hier Großanleger und so. Weiß gar nicht, was diese drei Punkte hier bedeuten. Okay. Profile sind hier keine drin. Das ist die Anzahl der. Also man kann ja auch maximal, glaube ich, 6.000 Profile. Ach nee, 8.430.000. Okay. Na, die werde ich jetzt in dem Let's Play wahrscheinlich nicht alle voll machen. Ich frage mich eh, wie lange das hier noch gehen wird. Ja, spätestens bis der Rechner abstürzt.
Bei mir persönlich fehlt hier gerade die Musik hinter. Ich hoffe, also ich werde auf jeden Fall was suchen. Da muss ich aber stückeln. Aber ich hoffe, ich finde irgendwie Stücke, die ein bisschen länger gehen und nicht nur 3 Minuten. Abgesehen davon dürfen die eh nicht bei der GEMA gelistet sein oder Content von jemand anderem besitzen, sondern müssen komplett frei sein und auch bei diesem YouTube-Ding da nicht hinterlegt sein. Wo war ich? Lebens